Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Ja, wir sind ja... Wow, what the fuck, was haben wir hier alles? Ja, eine Flasche bringt mir da nicht viel, Alter. Wie viel Zeugs, wie viele Typen sind hier? War hier ein Seil, Alter? Ist das ein Nest? Mitten... Rot war, glaube ich, wenn sie mich nicht sehen, und orange, wenn sie mich fast sehen können, oder wie war das? Was muss ich eigentlich machen? Fällt mir gerade ein. Da. Suchen Sie in der Kommandozentrale nach einem Weg, das Tor zu öffnen. Was für ein Tor? Das da? Mit dem Truck fahr durch, fertig. Ich könnte jetzt alle wieder wegballern. Aber das wird mir ja auch nichts bringen. Genau, dann erstmal einen Baum looten, mitten im Gefechtsgebiet. Oh, da ist eine Leiter, wir könnten auch die nehmen einfach. Bitch, please! Den da hinten interessiert auch keinen. Niemand will dich haben! Moment, ich schau mal nach. Verstanden. Was du schaust nach? Du schaust gar nichts nach. Oh fuck. Englische Arm. Ja, ich weiß. Ich gehe mal lassen, ich bin gleich zurück. Nichts. Hier ist alles klar. Ah, da hinten. Gotcha. Hä, wer schießt da auf mich? Ich kann schießen. Halt, nee, das ist so einer von uns. Hä? Ach, da unten. Ja klar, ich verliere dir. Ich bin besser wie ihr. Ich hab nur einen Pfeil und Bogen, Mann. Hä, wo sind die? Hä? Wo bist denn du? Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Da hinten ist einer. Ach, da, du willst mich verarschen. Da oben war einer. Was? Noch einer? Wo denn? Jetzt reicht's also jetzt. Hä? Okay, das war ja die beste Idee. Oh, da ist einer. Shit. Hä, kann ich da nicht einfach durch? Ist ja voll doof. Klar könnte man sich auch schleichen, aber... Wobei, da habe ich es mir dann schon fast wieder zu einfach gemacht, weil ich auch normal spiele, ne? Egal, die haben eine ganze Armee, was soll der Geiz? Mal hier. Ah, da! Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin.
das sind Heilpflanzen, oder? Alter, willst du mich verarschen, warum ist hier ein Reh? Oh mein Gott, das könnte uns ausspionieren! Da ist noch ein Baum. Das sind so Dinge. Noch mehr Heilung. Ah, da oben. Kann man mal verraten, was das war? Erna, ich muss da reinkommen. Verdammt! Was ist los hier? Ach Gott, na ja. Dummheit ist Gott sei Dank bestrafbar. Jacob, was macht er da? Scheiße. Vorsichtig, Lara. Die Sowjetaufzeichnungen sind recht überzeugend. Aber ich will selbst in die Sowjetunion. Wir lassen sie am Leben. Ach, der andere ist da drin. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir, all das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Wir müssen hier irgendwo sein. Hat ja auch lang genug gedauert, mitzubekommen, dass da alle tot sind draußen. Okay. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Die große Wahl hast du sowieso, ne? Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs.
Was haben wir hier? Werden da schon was aufgenommen? Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Du meinst mit dem Pfeil von mir im Kopf? Was haben wir da? Verdammt, ich muss hier raus. Wie wär's, wenn man die einzige Tür nimmt, was hier drin ist? Die haben echt beschissene Türen gemacht, wenn man die alle so leicht aufbrechen kann. So. Was haben wir denn da drin? Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Achso, das war's schon. Hä? Achso, Warum hältst du dich nicht fest? Ha! Das ist ja mal super gelaufen, ne? Kann der drüber springen? Oh! Nein. Hä? Ach ne, warte, und jetzt da drauf? Oh ne, doch nicht. Kann ich da einfach dran. Oh! Ne, das muss man erst mal wissen. So. Okay, das bleibt so. Oh, jetzt dachte ich, das geht wieder rum. Scheiße. Nein! Meine MG! Zack, Alter, los geht's, Ladies! Die Olle Croft hat ein Sturmgewehr. Habt ihr den Rattel gesehen? Uhu. Bitch, please, Mann. Gebt mir eure Money. Die Croft hat ein Sturmgewehr. Kein Finger raus! Komm schon! Oh. Komm davon, wenn du auf mich hörst, Trottel. Warte, gibt's hier eigentlich noch was? Was ist denn das? Und klar, das sammelt eine Bären, damit ich sie mitnehmen kann. Weißt du, vielleicht hat die einer tagelang gesucht und die klaut sie halt einfach, ne? Was ist denn das? Achso, Erz. Schaut aus wie irgend so ein Meteoritengestein. Hä? Jetzt los. Oh. Gut, dass die immer rot markiert sind. Ups.
Warte. Stell dir wirklich aus einer Dose und einem Erz einfach eine Sprengladung her? Die Alte hat's drauf, Mann. Die Alte hat's echt drauf. Oh Scheiße, jetzt dachte ich, ich kann mich kurz kratzen. Ich bin Headshot Sally, Alter. Niemand hat eine Chance gegen mich. Oh oh. Naja, außer ihr habt einen Heli dabei. Ist er denn runtergefallen? Trottel. Oh, ja klar, wieder irgendeine Aufzeichnung. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank. Man kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Ja, klar. Der Typ, der wo alles und jeden umbringen will. Gerechter Mann. Hey du hast dein Müsli falsch gegessen. Ich werde dich umbringen. Krieg ich da eigentlich was? Achso, ne, ich bin voll. Abwärts. Meins. Abwärts und gleich erstmal die Leiche plündern. Lagerklasse überall. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Okay, 3 Fähigkeitspunkte. Wir haben jetzt schon länger nichts mehr machen können. Kämpfer. Ausweichkonter. Interessiert mich nicht. Dekor, ich sehe alleine weniger Schande, fahren linken Beschuss und Nahkampfangriffe. Ja, okay. So, was fehlt uns noch? Atemkontrolle. Erhöhen Sie die Munitionsmenge, die Sie an feindlichen Leichen finden. Finde ich sehr gut. Tödliche Präzision. Das sind schneller und erledigen Feinde mit unglaublicher Kraft. Drücken Sie. Verbinden Sie Wunden schneller. Okay. Feuern Sie gleichzeitig bis zu 2 Pfeile auf 2 separate an, wie Sie die Ziele haben. Werden Sie mit vollständig gespannten Bogen zoomen. Okay, Volltreffer, ein Kopftrefferanzeige scheint. Ein Volltrefferanzeige erscheint über den Kopf eines Feindes, wenn dieser erfolgreich anvisiert wurde. Okay. Wenn Sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel, die Sie von jeder Quelle sammeln, erhöhen Sie die Menge an künstlicher Herstellungsmittel, die von einer Quelle sammeln. Hä? Ach, künstlichen Herstellungsmitteln, die sie von jeder Quelle sammeln. Was haben wir hier? Stellen Sie im Basislang an großvolumige Munitions- und Ressourcentaschen her und erhöhen Sie die Menge der unterwegs hergestellten Munition. Leichenfallen-Spezialist. Stellen Sie mit Leichen von Feinden Fallen her, die ein tödliches Griffkraft freisetzen, wenn sie untersucht werden. Stellen Sie Pistolenkugeln her, die großen Schaden verursachen. Okay. Fortschrittliche Technik verleiht allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Ich würde fast sagen, wir nehmen das da. Gut, was fast? Ich hab's jetzt einfach gemacht. Inventar! Updates verfügbar! Munition! Hohlspitzgeschosse. Hä? Achso, ich stell dir einfach her.
Schaff Patronenhalter. Hier, Pistolen. Nein, ich will was anderes machen. Hm. Gewehrmunitionsbeutel. Da fehlen mir zwei Dinge. Kann ich meine Waffe upgraden? Ja, ist Sturmgewehr. Präzisionslauf. Flug bei einer Kugel erhöht den bewirkten Schaden. Schussfrequenz. Rückstoß. Nachladegeschwindigkeit. Munitionskapazität. Rückstoß ist immer gut. Schaden ist gut. Sehr geil. Natürlich ziehen wir uns um. Wir haben doch keine Zeit dafür. Oh halt, aber hier ist dann leider ja auch schon wieder die Folge zu Ende. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen und es wird spannend weitergehen. Mal schauen, wann wir die umbringen dürfen. Ja. Macht's gut und Servus.